Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum nächsten Stadionvlog. Heute geht es für uns Schalker erneut zu Hause gegen einen Aufstiegskandidaten. Der SC Paderborn ist zu Gast. Ich war ja bereits einige Male in Paderborn, auch im Stadion. Ist für mich ein sympathischer Verein, aber heute geht es natürlich aus Schalker Sicht nur um unsere eigenen drei Punkte. Paderborn wiederum spielt um den Aufstieg. Die können mit einem Sieg punktgleich ziehen mit dem Hamburger SV, denn die haben ja gestern, wie auch hier auf Tele Football gesehen, gegen Düsseldorf verloren. Aus Schalker Sicht ist auch ein unglaublich wichtiges Wochenende. Es geht darum, die starke Leistung der Vorwoche gegen St. Pauli im besten Falle zu wiederholen. Dann könnten wir auch heute durchaus Chancen haben. Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt. Jetzt geht's auf Richtung Gelsenkirchen. Been hunting more less, never stop, no rest, till the stress is breath in my chest, till the diamonds wrapping my neck, progress to a god from a goddamn mess, hopeless, more tests, more blessed, dug deep down, trying to find my best, find a beast, had a killer conquest, I'm next, I'm too on, till I'm too off, come down, spread new thoughts, like jumping off of that rooftop, hold my camera when I do not, make moves based on my mood drops, like who's lost, it's y'all, it's gone, standing there killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose shame. Angekommen auf Schalke bereits um 10:30 morgens. Hier scheint die Sonne traumhaft schön und das sind hoffentlich mal gute Voraussetzungen für unser heutiges Spiel gegen Paderborn. Wir sind heute schon sehr früh da, weil ich parallel auch noch einen Stadiontest aufnehme. Wird ja mal Zeit, euch hier auch auf Tele Football einen Stadiontest von dem Stadion zu geben, wo ich alle zwei Wochen bin, und das wird auf jeden Fall mal ganz interessant. Und hier ist natürlich die volle Konzentration auf Paderborn. Ich bin echt gespannt, was das heute geben wird. Ich kann es 0,0 einschätzen. Ich hatte vor den drei Spielen Pauli, Paderborn, Hertha gesagt, dass wir dort nur einen Punkt holen. Da war meine Rechnung, das wird gegen Paderborn passieren. Deswegen tippe ich auch jetzt schon mal 2-2 unentschieden. Aber leider würde ich unserer Mannschaft auch zutrauen, dass wir hier 0-3 am Sack kriegen. Also auch das würde mich nicht mal wundern, trotz der starken Vorwoche. Wir gucken mal. Da hinten sind auch schon einige Polizeiautos beim Gästeparkplatz. Aber ich denke mal, Schalke und Paderborn, die vertragen sich schon. Alles andere würde mich zumindest wundern. Da sind wir, bei bestem Wetter, wieder auf Schalke. Samstagmittagsspiel finde ich von der Anschlusszeit immer ganz angenehm, muss ich sagen. Und hier haben wir den Auswärtseingang. Paderborner Fanmobil ist auch da. Ja, schon gut was los, um 10:30. Ich freue mich, heute wieder schön früh hier zu sein, sie alles nochmal angucken zu können, auch wenn ich alle zwei Wochen hier bin. Immer wieder schön. Und weil wir heute viel Zeit mitgebracht haben, geht es nochmal eine schöne Runde rund ums Stadion. Natürlich auch gut für meinen Stadiontest, um auch wirklich alles zu zeigen, was wir auf Schalke hier so haben. Von hier auch eine wirklich traumhafte Sicht auf unsere Arena. Wow! Drin im Stadion. Immer noch gute 2 Stunden vor Anpfiff, heute mal durch den Westeingang gegangen, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir hier mal über dem Platz, wo sonst immer der Rasen ist. Und da hinten kommen die Paderborner Ultras-Fanszene. Da ist eine ordentliche Menschenschlange, Trommeln sind zu hören. Gucken wir mal. Heute spielt Schalke ja auch im Sondertrikot. Das wurde ja von Fans designt und ich war ja Donnerstag mit Schmitte auf Schalke, habe meiner Schwester eins mitgebracht und zack, frisch gewaschen, wird es auch getragen mit Tirolle auf dem Rücken. Wird auf jeden Fall ganz cool sein, wenn unsere Mannschaft gleich auch das Trikot trägt. Somit hat sich der Trip am Donnerstag hier nur fürs Trikot hinzufahren auf jeden Fall gelohnt. Jetzt marschiert da schon mal die Polizei hoch. Paderborn hat schon ganz gut Stimmung gemacht und die kommen dann gleich auch hier hoch. Schöner Blick hier auf unseren Mannschaftsbus. Also, Spieler sind angekommen. Angekommen im Inneren und jetzt natürlich erstmal essen und trinken. Was natürlich heute nicht fehlen darf, schönes Stadionbier mit einer Stadionbratwurst. Optimal! Was brauchst du mehr? Die Laune steigt immer weiter an. Ich freue mich richtig heute auf das Heimspiel. Hoffentlich wird es auch was Gutes. Mal ein ganz kurzer Blick auf unsere Startelf, denn die ist jetzt um kurz nach 12 draußen. Es ist genau dieselbe wie letzte Woche gegen St. Pauli. Das heißt wieder 4-4-2 mit Raute, Schallenbech, Kalasch, Innenverteidiger, Terodde, Lassem und Karamat vorne. Aber was wirklich gut ist, Hassan Ouedraogo sitzt wieder auf der Bank. Mit der Startelf bin ich auf jeden Fall auch einverstanden. Das kann man auf jeden Fall so machen. Gibt mir auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl für das Spiel jetzt gegen Paderborn. Und hier sind wir wieder auf Schalke Stadion. Noch gut leer, vor 50 Minuten vor Anpfiff, Nordkurve aber auch schon gut voll.
und heute eben dann im Sinne des Sondertrikots auch in unserem alten Logo von 1924. Oh, Teutakopf! Attacke! Toi. Da kommt Böbing, Ballerbots, Torhüter! Ich habe jetzt hier einen Zuschauer getroffen, das ist Henry, der auch jede Woche vorbeischaut. Und Henry tippt jetzt mal, wie Schalke heute spielt. 2-1! Ja, 2-1, nehmen wir doch. Deutlich optimistisch als ich also. Currywurst auf Schalke, immer traumhaft, optimal, auch heute wieder. Und da kommt Paderborn. Also Speer im Aussetzblock schon gut gefüllt. Hier ist unser Team, der Gewinner. Das Gewinnerteam gegen St. Pauli, der FC Schalke. 0-4! Attacke! Gerade kurz serviert gewesen, denn da machen sie unsere Startelf-Spieler warm und das sind 11 Feldspieler. Also Matriciani ist eigentlich zusätzlich bei. Mal gucken, ob da vielleicht noch eine Änderung bei sein wird, weil einer nicht so richtig fit ist. Schauen wir mal. Das ist Schalke 04. Letzte Woche hat man hier die krankeste Stimmung der aktuellen Saison, weil eben auch die Mannschaft was zurückgegeben hat, aber heute geht es auch schon wieder richtig gut los. Alle haben Bock auf dieses Spiel. Ganz wichtige Gäste, die heute bewusst möchten, ihr Radio-Spiel. Ist überhaupt überfordert, dass einer von denen reingekommen ist? Ja, ja. Unterstützung ist da. Die Trikotfarbe, die ist schon geil. Also Sondertrikots heute auch in Aktion. Attacke! Und Attacke von Anfang an. Minuten rum, Paderborn, nicht gut los hier.
Schonenberg. Nach vorne extrem wenig, da muss deutlich mehr Power her. Wie immer natürlich VAR, wird lange überprüft und er wird gegeben. Kenan Karaman mit der Chance. Kenan Karaman, komm Junge. Weitermachen jetzt. Das war bis dann noch nicht gut, aber wir führen. Start! Genau so! Oh, schade. Zurecht auf. Pause! Es ist Pause auf Schalke und wir führen dank Karamans Elfmeter mit 1:0. Ich denke mal, es ist eher ein durchschnittliches Zweitligaspiel. Alles andere als top auf beiden Seiten, aber wir führen. Und das ist die Hauptsache und trotzdem muss, glaube ich, nochmal deutlich mehr kommen. Paderborn eine gute Chance gehabt, kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit. Viel mehr kam da halt auch nicht. Aber auch von uns muss noch mehr kommen, um wirklich diesen Heimsieg, der richtig wichtig wäre, zu holen. Und jetzt geht's wieder rein. Das ist ein schlechtes Omen, wenn man das jetzt mal. Nee, okay. Oh, danke. Okay. Oh. Oh. Oh!
Perfekter Zeitpunkt für 2-0, früh in der zweiten Hälfte. Und Brian Lassme, hätte ich nicht gedacht. Schönes Ding. Komm dran! Angedeutet, war da waren vorne reingeblieben und wir sind nicht hinten rausgekommen. Da bist du selber schuld. Meine Fresse, das ist so schlecht. Du musst dich schon wieder hinten machen. Auch kein Foul. Mann, spielt weiter, Mann! Mein Güte, es war kein Foul. Macht weiter. Ah, hinten wird es gerade ein bisschen duselig. Matriciani kommt. Er wird Abhilfe schaffen. Matriciani! Oh mein Gott! Oder 20 Minuten. Das ist eine enge Kiste und eine sehr gefährliche Kiste. Wir brauchen das Dritte. Ja. Oh. Oh. Und jetzt ist auf einmal VAR wegen einem möglichen Elfmeter für Schalke. Von der möglichen Vorlage heute. Elfmeter, sag ich doch frei. Er guckt sich sehr, sehr lange an. Vorlage heute, ja oder nein? Kein Elfmeter. Schwierige ist falsch verstanden. Keine Fehler. Weitermachen. Wir brauchen das Dritte. Elfmeter für Paderborn. Handspiel. Nein, ich muss nicht geben. Auch hier VAR. Auch hier wird es überprüft. Es gibt Elfmeter. Komm, Müller. Komm, Junge! Mann! Da muss mehr kommen. Da muss jetzt wieder mehr kommen. FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Ole, ole! Dreifach Wechsel. Latza für Aubameyang, Idrissi für Kabadei und Top für Lassme. Attacke! Und der ist schnell. Xenon Conte, der ist richtig schnell. Wow.
Altbatz, ehemaliger Schalker. Mann, Mann, Mann. Jo, komplett frei. Wie kann man so bescheuert sein? Wie kann man so bescheuert sein? Es ist frei im 5-Meter-Raum. Das ist... Auch hier selber schuld. Mann, wie kann man denn sowas spielen? Das ist schlecht. Das ist... Also... 8 Minuten gibt es oben drauf. Ole, ole! Ole, ole, ole! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Es gibt Applaus. Ja, mit dem Spielverlauf absolut, definitiv. Aber Paderborn hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Ja. Nö. Feierabend auf Schalke, die Arena ist langsam leer geworden, aber zwei gute Leute sind zu mir gekommen. Gesti Rainer von Königsblau TV und Jan Bremmer, den man auch schon mal gesehen hat. Podcast-Partner. Also, Gesti, du bist ja gestern in gestern von Coesfeld hier hingelaufen. War eine bessere Laufleistung als von am Platz? Oder? Auf jeden Fall, ja. Wie schwer sind die Beine? Ey, ich brauche die komplette Halbzeit, um die Treppe wieder hochzulaufen. Das ist wirklich richtig schlimm, aber gefühlt bin ich immer noch schneller als Kaminski. Von daher ja, das ist wieder schon mal die Hauptsache. Ja. Also, wenn ihr Kestis Marsch sehen wollt, von Coesfeld nach Gelsenkirchen, checkt seinen Vlog ab. Wenn ihr die wunderbare Stimme von Jan Bremmer hören wollt, dann checkt unser Podcast. Glück auf, Blauer Meister im Podcast lang. Gut, dass du weißt. Ja, das Spiel hat wehgetan. Feierabend somit hier bei uns auf Schalke und wir spielen gegen Paderborn 3:3. Man merkt es vielleicht gerade so ein bisschen an meiner Stimme. Bei mir überwiegt auf jeden Fall ganz klar die Enttäuschung. Nicht, weil wir 3:3 gespielt haben. Ich habe ja auch unentschieden getippt. Das ist schon ein Ergebnis, mit dem man im Abstiegskampf leben kann gegen Paderborn. Aber über diese Art und Weise. Du führst durchaus glücklich mit 2:0 und direkt danach war es zu wenig. Du kassierst das 1:2, dann klar, Elfmeter für uns, ja, nein, nein, Elfmeter für Paderborn, ja, nein, ja, dann fällt halt das 2:2, den Müller fast noch geschnappt hätte.
Aber auch danach war es halt einfach zu wenig. Dann kriegst du es 3-2, weil du unglaublich schlecht verteidigst, machst ein wunderbares Tor zum 3-3 durch Keke Top, aber auch in der Phase, wo wir gar nicht mal so viele Chancen rausgespielt haben. Mich ärgert es auf jeden Fall sehr, dass wir heute nicht mehr geholt haben. Das hätte ein großer Schritt sein können in Richtung Klassenerhalt und den haben wir leider verpasst. Nächste Woche geht's für Schalke und für mich dann weiter nach Berlin. Wir sind zu Gast bei Hertha BSC. Auch da bin ich wieder mit am Start und bin sehr gespannt, was da so passieren wird. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Just you.